Ja, liebe Gemeinde, zum ersten Mal darf ich Ihnen alles das abkündigen, was nicht passieren wird in unserer Gemeinde. Auch eine völlig neue Situation. Es fängt schon mit der Kollekte an. Da dies kein offizieller Gottesdienst ist, erheben wir auch nicht offiziell eine Kollekte. Wenn Ihnen allerdings ein Schein ins Körbchen fällt, dann bleibt er halt hier. Und die Markus-Gemeinde nimmt ihn für ihre Arbeit und verwendet ihn dann gut. Also ganz herzlichen Dank zunächst einmal dafür. Was ganz sicher nicht stattfinden wird, ist der Familiengottesdienst am nächsten Sonntag. Das werden wir sicher nicht tun. Wir werden nicht die Jugendkantorei hierher einladen, wie vorgesehen. Wir werden auch nicht die Familie mit Kindern einladen. Und noch gilt, dass die offizielle Maßgabe, dass wir als evangelische Gemeinde im Dekanat Kronberg bis zum Gründonnerstag keine Gottesdienste feiern werden. Soweit ist zumindest diese Voraussage gemacht. Ich persönlich weiß heute schon, ich werde es nicht aushalten. Ich werde die Kirche sicher offen haben am Sonntagmorgen. Ich werde auch die Kerzen anzünden und selber am Altar sein. Wer von Ihnen das Bedürfnis hat, zu dieser Stunde auch hier zu sein, der ist dann einfach auch still mit dabei und ist mit uns gemeinsam dann im Gebet. Ich glaube, so viel kann man uns dann doch nicht oder sollte man uns dann doch nicht verwehren. Ansonsten, Sie haben sicher die Nachrichten entnommen, die Schulen sind geschlossen am Montag, alle Kindertagesstätten sind geschlossen am Montag. Das geht auf die nächsten 4 Wochen, das geht bis zum 20. April einschließlich. Das heißt, auch so lange werden alle unsere Gemeindeveranstaltungen ruhen. Alle Chöre, alle sonstigen Kreise werden für diese Zeit mindestens nicht sich versammeln. Wir werden auch unser Gemeindebüro deutlich einschränken. Es ist für Publikumsverkehr dann nicht mehr geöffnet und es wird auch ein Teil geschlossen sein in dieser Zeit. Denn wenn in der Gemeinde nichts läuft, ist auch schließlich ein Gemeindebüro nicht wirklich notwendig, irgendetwas zu tun. Ich hoffe, dass Sie diese Zeit gut überstehen. Ein Angebot möchte ich noch machen. Wer von Ihnen aus irgendwelchen Gründen die Wohnung nicht mehr verlassen kann oder nicht mehr verlassen mag und einen Einkaufsdienst braucht, der darf sich bei mir melden. Ich habe mir vorgenommen, das versuchen zu organisieren. Wenn es Menschen bei uns gibt, die aus bestimmten Gründen nicht mehr aus der Wohnung können oder wollen, soll doch zumindest für die eine Grundversorgung im Einkauf gewährleistet sein. Wer so etwas braucht, bitte bei mir melden und dann versuche ich das zu organisieren. Das ist zumindest das Mindeste, was wir versuchen können, noch füreinander zu tun. Und jetzt lade ich Sie ein, mit mir zusammen für uns und für